Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, wir machen heute mal wieder eine Squad Builder Challenge, und zwar nicht die der Top-Partien, die habe ich für mich persönlich einfach nur abgeschlossen. Ich finde es aber, also ich habe sie nicht hundertprozentig abgeschlossen, kann ich hier nochmal ganz kurz drauf eingehen. Die waren halt relativ schnell erledigt. Ich hatte Roma-Spieler am Verein und Napoli-Spieler, Sociedad-Spieler und Bilbao-Spieler am Verein, ging easy. Menü-Spieler muss ich mir nur einer filtern und dann habe ich das auch gemacht. Aber ich wollte halt nicht diese Challenge machen, weil die ist einfach völlig überteuert und das lohnt sich auch nicht. Im Endeffekt kriege ich ein Footdraft-Token und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie nicht wert. Ich kann es euch noch mal ganz kurz auch hier zeigen. Djurgården und Hammarby waren ja die Vereine aus der schwedischen Liga. Natürlich eine richtige Top-Partie. Ich meine, da warten wir alle das ganze Jahr lang drauf, dass die gegeneinander spielen. Ich kann schon gar nicht mehr innehalten da, wenn die gegeneinander spielen. Ich freue mich so drauf, Leute, wirklich. Guckt es euch an. Hier, ich glaube, der billigste ist für 6k oder so, ja, so in dem Dreh. Und es ist halt einfach nicht wert. 4k hier, ja, Djurgården, ne, sind halt krasse Spieler nur im Verein. Werden halt richtig selten gezogen, weil sie so hoch bewertet sind. Ich meine, guckt's an, das ist so krass. Hier, also, es lohnt sich halt einfach nicht, Leute. Ist ganz, ich weiß nicht, 15k ist ein Footdraft-Token im Endeffekt wert. Hier, Hammarby hat natürlich nochmal, Hammarby hat nochmal krassere Spieler, die sind halt alle 10k wert fast. Sind überhaupt welche auf dem Markt, Alter? Ja. Na, ich denke, ihr wisst, wie ich das meine, ist es halt einfach wirklich nicht wert, finde ich. 8k. Das auszugeben, und deswegen habe ich das nicht gemacht, nicht hochgeladen. Ich will auch nur komplett hochladen, und deswegen ist es, denke ich mal, auch nicht so schwer gewesen, die anderen Teams zu bauen. Das waren, glaube ich, immer nur ein Ligenteam, wenn ich mich nicht irre. Und von daher, das hier ist eine neue, die heute rausgekommen ist, und zwar falsche neuen Flügel. Man kriegt nur 2750 Münzen. Wir haben wieder ein paar Packs geöffnet, oder ich habe wieder ein paar Packs geöffnet, hatte ein paar Spieler im Verein, Diogo Jota, Oliveira, und die drei Achser hier hatte ich an sich im Verein. Halt eine Nation, deswegen passt das, denke ich mal. Dann hier, man muss halt aufpassen, dass man mit denen hinkommt, aber es ist eigentlich auch relativ einfach gewesen. Hier einfach dann noch so eine Achse, dass es hinhaut. Ja, ich denke, es ist nicht allzu kompliziert, und ja, die Challenge haben wir auch relativ schnell, wie gesagt, abgeschlossen. Senden wir das Team ab und, ja, bekommen hier Falschflüge 9 abgeschlossen. 2750 Münzen als Reward. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's denn. Oh, guck mal, wie viele Münzen wir dazu gekriegt haben. Also, diese Animation nehmt. Ich würde noch mal ganz kurz eingehen wollen, auch auf die Foot Champions Sache. Ich bin Gold 3 geworden. Ich habe mir selber eigentlich als Ziel Silber 1 gesetzt. Letztendlich habe ich Gold 3 erreicht in 37 Spielen. Also ich habe eine 18:19 Statistik gehabt. Ist, denke ich mal, in Ordnung dafür, dass ich das erste Mal teilgenommen habe und auch noch nicht so hundertprozentig drinne bin. Man muss auch, also ich bin auch nicht 100% dabei gewesen, sag ich mal so. Ich hatte Spiele dabei, wo ich einfach gar nicht konzentriert war. Da habe ich richtige Scheiße zusammengespielt und das ist dann halt tödlich. Letztendlich habe ich mich aber auf Gold 3 vorgearbeitet, und ja, wenn die Rewards ankommen, dann würde ich sagen, mache ich dazu auch nochmal ein Video mit den Packs und alles drum und dran. Zeige ich dann nochmal die Teams, mit denen ich das da gespielt habe. Und ja, Leute, ich würde sagen, dann war es aber auch schon wieder von diesem Video hier, ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein!